Menschen werd ich ewig blenden. Ich muss den Scheiß sofort beenden. Du bist immer dann am besten, wenn's dir eigentlich egal ist. Du bist immer dann am besten, weil der Ehrgeiz dich sonst aufwirft. Du bist immer dann am besten. Du musst das nicht austesten, dich doch mal. Der Spiegel wird es abgerannt, egal. Du kannst mir dann deine Kämpfe lügen, doch dein eigenes Herz ist du nicht betrügt. Man erntet, was man sieht, und wird dein Herz sein, das dich verliebt. Ich will dein Elan doch überhaupt nicht dämpfen. Wenn du etwas willst, musst du darum kämpfen. Nur eines versprichst du mir, bleib immer du selbst und bleib bei mir. Nummer 2!
vierte beste Band der Welt. Bescheid gesagt. Berlin, Applaus für Chief Brody des Rocks. Nochmal Applaus für den Neuen! Wir Ted Bundy für den Bassisten. Und Inche, die als Fahrer im Urlaub. Applaus. Inche. Wer von euch oder? Für den Abend. Und Herr T. Ein neues Kunststück. Für Fahrer Nu von meiner Mutti. Okay, heute Abend zum zweiten Mal. In Berlin. Moment. Für vier Bands ist das schon ganz schön viel. Angeber, jetzt kommen sie. Ja. Für uns ist das noch nicht mal die erste Hälfte. Aber was ist los? Die Frauen, die gestern keine GHs dabei hatten, haben sich heute eines Besseren besorgen, oder wie? Aber ich muss dazu sagen, gestern war bis zur ersten Ballade die Bühne komplett BH-freie Zone. Wir so ein Gesicht haben. Die Kuh schon so, es geht dem Ende entgegen. Heute muss ich mir anhören, das ist eure letzte Tour, dann keine BHs mehr. Ihr seid nicht mehr angesagt. Kein Schlag mehr bei den Frauen, kommt nur noch Typen, oder? Ja, und das hat sich rumgesprochen, jetzt hat die Pogo-Motte da unten uns allesamt männlich genügend BHs für dich mitgebracht, fahre nur Urlaub. Eine Frage für MTV. Wie viele Leute waren gestern schon da? Das geht ja. Sind nicht so viele. Noch eine kleine Frage. Also es geht ja nicht immer nur um BHs, aber da kommt schon wieder einer fast bis zur Bühne geflogen. Naja, fast eben. Dankeschön. Statt Eimerkette, BH-Kette ist auch okay. Also auch auf den Rängen, die Ladies und auch die Typen, wenn dann irgendwie Transvestiten sind, kein Problem. Ihr seid alle herzlich eingeladen, euch eurer Wäsche zu entledigen und die so langsam wird das Konzert hier so durchreichen zu lassen. Wir reichen nachher noch ein BH-Laola. So. Jedenfalls, es gibt auch noch andere Dinge, die wichtig sind, außer wir haben Nummern. Zum Beispiel Sucht. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir eine Band sind, die alles anprangert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Unter anderem auch die Spielesucht. Ja, ich gucke, denen geht es mal weniger um den Text, als viel mehr darauf, dass du die so anfängst. Aber ich schaue mich auf der Bühne um, da sehe ich auch freudig Gesichter. Siehst du diese Tränen? Das sind freudig Tränen. Bela Heuchler B. Das meine ich. Geht doch nicht über so einen schnellen Gitarrenanfang, oder? Vor allen Dingen, wenn man schon nach dem zweiten Akkord weiß, wie es weitergeht. Ich fühle mich wohl in meinen Liedern. Okay, wir sprechen uns nach dem Muschelauschner wieder. Bis gleich! Soll ich anfangen? Wirklich? Wie ehrlich jetzt? Ich weiß nicht. Wie viel waren die? Yeah.
eine völlig neue BH-Situation. Ich möchte die Brüste dazu nicht sehen. Die Brüste meinst du? Die Brüste. Und nun brauchen wir ein bisschen Szenenapplaus. Unser Nesthähnchen macht seine erste richtige selbstständige Ansage. Vor allen Dingen eine selbstständige Laola, die jetzt leider verkümmert ist. Weil die ist nicht so richtig weit gekommen. Was hat sie mit dem gemacht? Komm mal, das geht ab. Jetzt geht ab. Jungs, haltet euch fest, anschnallen. Anschnallen, und ab geht die wilde Ansage. Alright, Berlin, fasten Seatbelts. Acht an, Abel. Schau mich an. Ich bin der Mann, der alles kann. Hör mir zu. Ich bin tausendmal besser als wie du. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Es gibt nichts, was du nicht kennst. Es gibt nichts, was du nicht besser weißt als ich. Du warst schon überall, du hast alles schon gesehen. Und eigentlich sind alle Kampagnen für dich angeber. Gib noch ein bisschen ab für mich. Nur meine Kassen gibt nur aus Dosen. Ist es niemals
Mal so kurz 3 Sekunden zu klatschen, dann kommt der nächste Hammer. Nee, Freunde, so haben wir nicht gewettet. Wir spielen doch nicht 6 Mal hier, um uns nicht gebührend abfeiern zu lassen. Bella hat extra ganz viel Arschkriechen bestellt heute. Also so Sprechchöre wie Bella ist der Beste, wollen wir jetzt eigentlich ständig hören. Zum Beispiel jetzt. So, spontane Chöre. Funktioniert ja auch. Na super, danke. Okay, wie hörst du mit? Danke. Und wo ist jetzt mein Selbstbewusstsein? Da ist es! Da kriecht's jetzt vom Schlagzeug und ich gehe hinterher. Ja, heute. Ach komm, Bela. Du Pfeife. Mach's besser. Soll ich jetzt schon mit einer Witznaule anfangen oder wie? Ich glaube, sie werden schon soweit. Das ist heute echt extrem. Seid ihr schon soweit? Hör mal auf zu labern, die rufen gerade irgendwas, hat mich interessiert. Nein, ich rufe nochmal mit Bela, wir wollen alle einen Pick von dir. Nee? Aber ich sag dir, dann schaffst du das morgen nicht. Nee, ich sehe, Lachs, du rufen. Wisst ihr? Als hätte ihn jemand vorgesagt, ja? Ganz eurer Meinung, Freunde, ganz eurer Meinung. Aber ist schön, dass ihr das so seht, dann können die ja gehen, Rot und Nico und Bela macht den Rest der Show alleine. So. Einige Leute von euch waren bestimmt schon mal beim Erzo-Konzert und da fällt ja eine Tatsache besonders auf. Der Schlagzeuger steht. Was mich wundert ist, dass einige Zuschauer glauben, sie dürften sitzen beim Erzo-Konzert. Zeig mir die Schweine, zeig sie mir. Aufstehen! Aufstehen, ja, hoch! Bitte nicht auf, bitte nicht auf! Bleib im Auto! Wir haben die Sitze mit hochgiftigem Krötengift aus Südamerika eingespielt. Aufstehen! 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 Soziale Drogen sind gut. Aufstehen! Okay, eine kleine Rechenaufgabe, bevor ihr weiter hetzen könnt. Wie viel sind? Nein. Also, wie viel? Ergo. Wir können fucking Gedanken lesen. Ich kann auch fucking Gedanken lesen, Alter. Ist ja auch einfach, wenn du mich. Ja, hast. Ich will. Ich selber fucking Gedanken. Du bist ein Feind, oh.
sein. Für Minuten bist du frei. Und dann viel zu viele Mädchen sind heute Abend ganz allein. Ich ruf sie an. 2018, 2018, 2000, 2000 Mädchen. Und ich ruf sie an. 2000 Mädchen. Manchmal ist dein Vater dran zu fern, dann ist der nett. Oh, 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 oh. Er sagt, du müsstest früh aufstehen, doch du liebst den Campino. Oh, 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 oh. Oh, Baby, du bist bestimmt genauso geil wie ich. Ich hab deine Stimme gehört. Oh Baby, wir beide, das wird unwiderstehlich. Und ich ruf sie an. 2000 Mädchen will ich nicht zerstören. 2000 Mädchen. Und ich ruf sie an. 2000 Mädchen.
nicht wirklich geht, wenn ich nicht so für dich gerade steh, weil wir uns nichts mehr zu sagen haben. Was soll zu tun, wenn ich nicht mehr da bin? Was soll zu machen, wenn wir uns trennen? Wie lange werde ich einen anderen kennen? Eine Frau, die mich wirklich lieb, was soll zu tun, wenn ich nicht mehr gehe? Ihr habt geübt. Wir haben richtig geübt. Pass auf, die machen gleich weiter. Ach, herrlich. Tut es mir leid. Bitte einmal. Ich bin Berliner, da kiekst du, wa? Ja. Okay, so weit, so aufregend. Jetzt zur Abwechslung mal eine Sitzlaula oder lieber gleich eine Witzlaula? Witzlaula, eine Witzlaula, okay. Alter, Witzlaula. Also Witzlaula ist die gleiche wie eben, nur mit Text. Und ich habe mir wirklich, also damit ganz leicht zu merken ist, den kürzesten Witz, den ich kenne, für euch zurechtgelegt. Treffen sich zwei Jäger. Moment, nicht applaudieren, wir müssen jetzt erstmal hinkriegen. Und zwar so, dass es verständlich ist. Also schön. Und natürlich auch ein bisschen witzig, ja. Also genau. Timing ist alles in der Comedy. Wir müssen nicht zwei, also vor Jägern eine kleine Kunstpause und Jäger dann mit so einem Augenzwinkern. Ja, mal sehen, ob ihr das hinkriegt, ja. Wir machen jetzt eine strenge Humorkontrolle. Meinst du nicht, ein Kellnerwitz wäre besser? Ja, weißt du, die sind so noch nicht lang. Also ein Jägerwitz? Kommt ein Skelett in eine Bar, okay, okay. Und hier und ein Auto. Naja, und ich lass uns mal mit dem Jägerwitz an, wir können ja dann steigern. Ist ja Pinocchio und so. Okay, auf die Plätze. Wisst ihr euren Text noch? Treffen, alles klar. Auf die Plätze, fertig. Das war jetzt die erste Witzlaula der Welt, weil ich weiß zumindest. Ja. Liebe Wikipedia-Redaktion, aber... Wenn von euch jemand Langeweile hat, schreibt an Wikipedia. Aber die Pointe war ein bisschen sehr, ich sag mal, sehr stark präsentiert, ja. Ja. Nicht so im Hintergrund. Du hättest lieber so was Subtileres, ja. Was Subtileres, ja. Okay. Otze, du heißt Otze? Nee, kommt eine Frau bei einem. Kommt eine Frau bei einem. Ah, nee, der ist irgendwie, weiß ich nicht, nee, der ist auch länger. Treffen sich zwei Jäger, sind vier Worte, kommt eine Frau bei einem. Rechne selber, sieben. Aber sieben? Ja, Berlin kann doch sieben, oder nicht? Geht ein Musiker an einer Kneipe vorbei. Nee, Rolf, das muss man anders aufteilen. Also am Schluss haben wir nur ein Wort. Don't mess with the dictator, Alter. Gehen zwei Musiker an einer... Scheiße. Gehen zwei Musiker an einer Scheiße. Applaus. Meine Witze haben auch so ungewöhnliche Enden, dass man die erste Mal einer Stunde merkt. Ey, der war ja nicht komisch, aber die Leute lachen erstmal. Oh, kam Scheiße drin vor, geil. Musiker und Scheiße. Moment mal. Moment mal. Der muss beim ersten Konzert gewesen sein. Okay, also nochmal. Eigentlich eine Witzlaula pro Abend reicht, oder?
Komm, wir sind so heiß. Okay. So ein Interruptus jetzt, was du vorhast hier. Gehen zwei Musiker an, ich will jetzt kein Risiko einnehmen. Mehr Kneipe. Vorbei. Kick mal am Auto läuft. Auf die Plätze, fertig. Also zumindest die Pointe war so wie unsere Crew immer auf Tour. Kneipe! Okay, bevor das jetzt albern wird, weil Ärztekonzerte sind berühmt dafür, dass sie extrem unalberne Veranstaltungen sind. Von Ernst. Wer lacht da? Wer lacht da? Da sind ja nicht so viele, MTV. Du bist nicht albern, oder wie? Was soll das heißen? Okay. Wir machen ja jetzt den Test, den wir jeden Abend machen, die ihn schon kennen, brauchen nicht mitzumachen. Ihr habt ihn gestern schon mit, also gerade so bestanden mit 4+. So muss es klingen, aber kann auch noch ein bisschen lauter sein, finde ich jetzt, ja? Weil ihr seid 17.000 Leute, ihr klingt jetzt nach 2. Na hier doch, stellt euch, also die Jungs müssen sich nur vorstellen, dass irgendein Idiot irgendeinen Ball irgendwo hingeschossen hat. Weil das ist dann automatisch unfassbar laut. Ihr werdet nie verstehen, ich hab das Gehen dafür nicht offenbar. Damit hat sich Vollbürger bei den Österreicher geoutet. Der Berliner ist für Österreicher der Weltmeister. Go!
Okay. Ein Lied über eine unbequeme Wahrheit. Aber unbequeme Wahrheiten sind dazu da, ausgesprochen zu werden von den Tapfersten unter uns. Und da mir heute gar nicht tapfer zumute ist, werdet ihr mir helfen. Richtig! Das ist mein Berlin. Wir werden sehen. Einer Bar sprach er mich an. Er sagte, da die Emanzipation ist Yeah.
verbeugt euch und klatscht in eure Hände dabei vor Bela B. Und die Verbeugung. Und die Verbeugung. Knickst tut's auch. Okay, Berlin knickst vor dem Werfen. Und werde Zeuge. Aber nicht der Schnellste. Die Schnellsten auf dieser Bühne sind unsere beiden Seniorensportler. Farid Urlaub und Rodrigo González. Rodrigo González schafft jetzt schon 900 Meter die Stunde. Fällt wie ein Turnschuh. Und Farin? Hier bei der Arbeit. Farin hat manchmal Hunger bei so einem Konzert und da habe ich ihm was mitgebracht. Ah, ja, dein Knoppers. Rodrigo González. Ich bin sozusagen Session Speed. Und die Welt ist für uns ein Spiel und aus.
heute sind wir so cool und es war schon noch ein Leben. Wir tragen morgen so Sonnenbrille und gehen uns vor dem ganzen Bild. Wenn du jetzt fragst, wie das denn geht, dann sag ich, ich hab uns Kriminalität. Berlin. Okay, es ist immer noch nicht dunkel. Wirst du aufhören zu gehen? Bist du müde oder was? Wirst du aufhören zu gehen? Da geht einer oder was? Zeichen mir. Gehen mache ich alle. Ey Leute, wir sind auch für einen Narkoleptiker da. Er ist doch aufgelegt, der schläft jetzt erstmal ein. Das ist normal. So, eigentlich ist jetzt die berühmte Stelle mit der Feuerzeugansage. Gestern haben wir das recht souverän mit Daumen gelöst. Aber wir wollen uns ja nicht wiederholen. Deswegen, vielleicht könnt ihr einfach alle das Geräusch eines Feuerzeugs imitieren. Wie das schöne Propangas ausströmt. Bisschen mehr Feuer, bitte. Und das jetzt 3,5 Minuten. Viel Spaß. Das heißt, hier ist eine Gasleitung offen. Ist eine Gasleitung offen oder ist Schröder im Haus? Hey, Moment mal, ein lupenreiner Demokrat. Berlin! It's battle time! Master of Paradise, Señor Rodrigo González. Ich weiß, du wirst nicht vermissen, auch wenn du es gehen musst. Keine Geigen mehr, wenn ihr uns küssen. Ich hab es einfach nicht gewusst. Ich hab meine Worte machen, es ist noch schlimmer. Du wirst nur einmal dein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll ich das, ich bin da. Wenn du selbst keine Lösung hast. Die Möglichkeit ist viel zu klein. Doch ich liebe nur dich allein. Vieles ist zur Gewohnheit verkommen, und das ist immer die Gefahr. Und wieder hat ihre Platz eingenommen. Es ist nicht mehr auszuhalten. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer.
Vergiss alle deine Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Weil ich das und gewesen sein, wenn uns denn keine Lösung hat. Die Möglichkeit ist viel zu klein. Doch ich liebe nur dich allein. Ich vermisse dich schon jetzt, vermisse auch die Geigen, vermisse dich zu küssen. Ich glaub, dieser Welt ist nicht ersetzt. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Da gehst du ein mit deinem Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll es das gewesen sein? Das war Rodrigo González. Der Mann hat Talent. Und Charakter. Und jetzt feuert ihn an, wie er auf seine Bühnenhälfte geht. Walkt. So nordisch geht. Nordic walking at its best. Hier herrschen so ganz unterschwellige Ressentiments gegen Nordic Walking. Ich finde, das ist ein extra Applaus wert, ja? Diese Ressentiments. Nee, Nordic Walking, nicht die Ressentiments. Es gibt ein sehr altes Lied von uns, in dem wir nur davon fantasiert haben, dass wir unheimlich viel Geld haben. Wir hatten ja keine Ahnung. Und weil heute irgendwie so ein Tag ist mit blauem Himmel und so vielen netten Leuten, dachten wir, wir laden euch einfach mal in unsere Welt ein. Habt einfach Teil an dem, was für uns die Realität ist. Wir wollen euch einen kleinen Einblick geben in die wirklich nicht einfache Welt der Multimilliardäre. Ja, wo steht eigentlich der Lamborghini? Lamborghini hat mir vorhin eine Zigarre mit angezündet, Alter. Sein Swimmingpool. Und mein Schloss besteht aus Knabbergebäck. Und ist gigantisch groß. Aber Gebäck, die Währung der Zukunft, meine Damen und Herren. Schwer was los.
von morgens 6 bis nachts um 4 naschen die Mädels an meiner Tür. Ich bin reich. Wer ist reich, meine Damen und Herren? Dieser Mann. Ich bin reich, furchtbar reich. Ich bin reich. Ja, meine Damen, ich bin reich. So furchtbar reich. Juhu, ich bin reich. Ganz nebenbei bin ich sozusagen ziemlich arbeitsscheu. Trotzdem Geld wie Heu und mit Dienerschaft. Hartz 4000, meine Damen und Herren. Sagt, das finde ich fabelhaft. Jetzt ist es so, jetzt sind wir an so einem Scheideweg angekommen, der eigentlich bei vielen Ärztestücken ist. Soll man jetzt so weitermachen oder soll man einfach Vollgas bis zum Ende? Wir haben da wirklich. Wir haben uns die Köpfe zerbrochen. Ja. Wir haben ein Team von Fachleuten daran gesetzt und die kamen dann nach 4 Wochen zum Ergebnis durchtrümmern. Ab hier bis zum Ende. Tschüss. Aber es gab auch Diskussion über Rockabilly, Hochrechnung, Kuchengrafiken. Wir haben alles, wirklich alles aufgeboten. Und wir sind aber am Ende, aber für uns zählten nur die Fakten. Wir lagen immer richtig. Wir lagen immer richtig und das ist auch der Grund für unseren Reichtum. Genau. Jetzt also, wenn ihr Nachwuchsmusikerinnen und Musiker sind, das ist die Formel. Fangt langweilig an und dann spielt einfach Punk. Zack. Eine Million verkaufte Platten später, wenn ihr wissen, was ihr gemeint habt. Aber jetzt ohne weiteres Drumherum einfach weiter zum Kahnendorf an der Pfingen. Wir glauben uns, wir sind reich. 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 Wenn wir uns mal langweilen. Ich weiß wohin, ziehen wir unser Geld und freuen uns, wie reich wir sind. Wir werden plötzlich schauen, wie ein paar Kirchen äußern. Das wäre halt so wild, denn wir kennen die Nico Lund. Schön, wir sind reich, wir sind reich, wir sind schön, wir sind schön, wir sind reich, wir sind reich, wir sind schön, wir sind schön. Von weit weg zumindest. So super schön. Die Definition von schön getraut. Und jetzt gib mir ein L. Gib mir ein E. Gib mir ein I. Gib mir ein Sch. Was heißt das? Was heißt das? Was sind wir? Und was sind wir auch? Wir sind schön. Gibt. Also der eine fängt langsam an, wo der punkig, der andere ist von vorne und hinten punkig. Zack. Das war's. Mein Ärzte, was ist euer Geheimnis? Das ist die Erfolgsformel, Freunde. So läuft's. Punkig von vorne bis hinten oder ab der Hälfte punkig? Genau, wir haben Sarah Connor unsere Erfolgsformel angeboten, der hat abgelehnt. Wo ist sie jetzt? Da, wo ist sie jetzt? Meine Sechs in den lauten Reichen. Wir so, Mann, Junge, was ist die Fette, was werden? Was ist? Nein. Die Diagnose nicht in uns packt. Okay. Wir nehmen die Feste mit 1, 2, 3, 4. Also, Kleber, warte, merkt euch. Ist eure Schuld, weil ihr nicht den Takt klatscht.
gibt's noch für uns? Kurz, ja, hier einfach. So, Freunde. Jetzt wird's funky! The moment you've all been waiting for. Ich räume mal die Bühne auf. Gewisse Herren hier auf der Bühne, das ist ja, die sind sich ja zu fein dafür. Ah ja, wieder ein paar Arbeitslose mehr. Applaus für BLB, den Bühnenputzer! Ja, yeah, ich denke mal, Applaus für den Fan. Also, tut mir leid, mit dem Alter wird man komisch. Mit dem Alter, nee, ist klar. Und fing dein Alter an mit 2? Weil ich mit Drogen und Alkohol aufgehört habe, brauche ich Ordnung. So. Das ist ohne Droge. Okay, wir waren stehen geblieben beim Funk, bis der Bela seinen Ordnungsfimmel ausgelebt hat. Herr Funk, wer von euch ist dem Funk schon mal begegnet? Ich meine so. Die und was war das für so ein Gefühl? So, hallo, ich bin der Funk. Und du? Ja, ich bin die Stefanie. Ah, hallo Stefanie. Und? Ja, und so, da, Funky. Ja. Der Funk braucht unsere Unterstützung, weil er ist eine aussterbende Musikrichtung, zumindest bei uns. Also wir haben nur ein Einzellied. Das heißt, deine Freundin wäre mir zu anstrengend. Das ist der einzige Funk, den wir überhaupt hingekriegt haben. Das ist das erste Funklied von uns und sicherlich auch das letzte. Ja. Insofern steht es ein bisschen in eurer Hand. Da steckt ein bisschen sehr viel Arbeit drin im Funk und es ist unheimlich schwer, also es ist nicht so leicht, wie es immer aussieht. Es ist auch kein Punk, sondern eben vorne mit F. Und ihr könnt uns helfen, dieses Lied zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen heute Abend. Wollt ihr das? Waren wir noch nicht begeistert genug. Wollt ihr das? Muss ich denn erst Hochdeutsch mit euch reden? Das kann ja nicht die Wahrheit sein. Okay, wer von euch kennt Film? Okay, also fast alle. Also eigentlich jeder muss ich auch mal erzählen. Phil hat so eine kleine Handpuppe dabei, der Hai, Sharky, Sharky, der Hai. Ich so, hallo. Hallo. Und ihr seid jetzt dran, wenn wir Pflegeleicht gesungen haben, müsst ihr mit Sharky-Stimme rufen, ich möchte tanzen. Und auf Tanzen geht der rechte Zeigefinger nach oben. Wenn irgendjemand keinen rechten Arm hat, es tut mir leid. Das war nicht gegen dich, du kannst den linken nehmen. Wenn irgendjemand keine Arme hat, es tut mir leid, du kannst auch das Kinn nach oben recken. Wichtig ist der Text, ich möchte tanzen. Wir probieren das mal aus. Ja, nicht gleich schon. Auf Tanzen geht der Finger also hoch. Nicht so, ich möchte tanzen. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, bis mein Finger oben ist. Nein, nein. Ich möchte tanzen. Das ist so eine Tanzbewegung, ja? Ich möchte tanzen.
Also möchte, merkt ihr meine Hüfte hier, die will auch, möchte tanzen. Und wenn meine Hüfte was will, dann kriegst du das, das sag ich euch. Also mal. Aber das war doch jetzt definitiv nicht hoch genug, oder? Nee. Das war noch nicht die starke Stimme. Ich will aber erstmal, dass wir die Thematik überhaupt verstehen, bevor wir dann in die richtige Oktavlage kommen. Also nochmal. Ihr seid immer noch zu schnell mit eurem Finger oben. Ich möchte, der Finger ist nicht oben. Tanz, zack! Aber dann noch gleich nach unten. Also. Ja, sehr, sehr gut. Und jetzt das Ganze drei Oktaven höher. Ich möchte tanzen! Mit meiner Danke. Viel Spaß. Schon mit singen, aber man sieht, vielleicht machen sie sogar von alleine, wenn Rott die goldene Taste drückt. Hast du etwas getan, was sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen, ohne vorher deinen Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung bestraft, bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt noch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich und ihre Mäuler zerreißen. Lass die Leute reden, hör einfach nicht zu. Die meisten Leute haben gar nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden, bei Tag und Nacht.
Hast du gehört und sag mal, ist es nicht schon? Du verdienst dein Geld durch Prostitution. Du sollst ja meistens von den Busbahnen stehen. Der Kollege eines Schwagers hat dich neu gesehen. Lass die Leute reden, rechne einfach hin. Die meisten Leute haben die Befehle aus dem Film. Und die besteht so lange, ist mir das nicht aus. Das sich im Dunkeln sehr gut macht. Die Dunkelheit, die stellen wir uns vor. Aber erst trinke ich auf euch. Ich hoffe, dass die Plörre heute besser ist als gestern. Die Weine von gestern hat nichts an Bargeld abgefangen, aber mal sehen, was heute drin ist. Sangria. Yummy. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Und hinter mir wird's dunkel und gleich wird gerunkelt. Nicht das, was immer war, nein, der Kampf wird heute seltsam und bizarr. Ja, der Raum lebt vom Blut, Konserven, Ratten und Getier. Ja, der Raum ist ein Punkrocker, ist von hier, nicht wahr? Erschreckt schon längst keine Kinder mehr. Nein, der Graben fühlt sich nutzlos, alt und leer. Ja, der Graben weiß nichts von Motor noch Grundkernenergie. Ja, der Graben ist Vergangenheit. Yeah.
Der Graf geht auf einen Berg und weint. Ja, der Graf wartet, bis die Sonne auf ihn scheint. Berlin, lasst die Fledermaus fliegen. Eure Lieblingsfledermaus, Peter B. Der frauenverstehendste Vampir der Welt. Und der Fliegen, der hat sein Schlagzeug. Flatter, flatter. Und wer hat recht? Ihr habt recht. Und der Himmel ist schwarz, weil die Sonne hier nie wieder scheint. Es ist vorbei, doch ich hoffe, dass das, was uns trennte, uns wieder vereint. Es ist vorbei und nichts in der Welt wird uns je wieder gut machen können. Es ist vorbei, wenn ich könnte, dann würde ich vor meinem Leben. Und ich würde probieren, meine Gefühle einfach zu ignorieren. Ich will so kalt sein, dass alle erfrieren, bin ich nie mehr verliebt, nie mehr zu verlieren. Es dauert noch, bis ich begreife, was das heißt, es ist vorbei. Ich weiß nicht warum, sag mir, was hab ich falsch gemacht? Es ist vorbei, du hast mein Herz zerfetzt und mir gar nichts dabei gedacht. Du bist so grausam, aber liebe ich dich, obwohl ich doch weiß, dass du nicht gut bist für mich. Meine Gefühle sind lang und für sich, lächerlich einfach und einfach lächerlich. Gedanke nur um das eine Kreis. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei.
außer vielleicht ein Lied von Fahr in Urlaub. Warum kann's nicht perfekt sein, so wie in einem Liebeslied oder so wie im Film sein, wo der Boy vor dem Mädchen kniet und ihre Hand nimmt und ihr ganz tief in die Augen blickt. Einfach alles stimmt nicht an den Bild und Geschick. Kerzen brennen und Champagner steht. Warum kann's nicht perfekt sein? Sieh der Himmel die Sterne, da gieß uns noch ein Glas Sekt ein. Wenn das gar keine Sternschnuppe war, doch wir wünschen uns nicht, weil wir zu glücklich sind. Ich hab jetzt mehr gekriegt, die Liebe macht uns von alles um uns mit. Und im Reihe spielt sie geilen Sommer. Hey, voll Scooter, oh Baby, es gibt extra, das ist ein guter Danke für den Reif. Hyper, hyper, back in the UK. How much is the fish? I wanna check the mic, I wanna check the mic. Nicht perfekt sein, weil du denn schon zu viel verlangt. Warum kann's nicht perfekt sein? Warum haben wir schon wieder gezeigt? Warum denk ich ganz fest, wenn du nach romantisch bist? Du denkst von deinem Ex, wenn's dann nicht so ratsam bist. Durch den Radio spielen sie einen Song von Dieter aller Volk. Das ist der größte König hier im Norden. Du nimmst meine Hand und küsst dich und lebe da ganz plötzlich. Dann hat's nur die getrickt. Bist du so viel, ganz genau dieser Moment. Er ist perfekt. Für das Applauschen. Fitzlaula gestrichen. Ja. Aber noch eine Fitzlaula vielleicht. Okay, dann ist auch noch Westerland gestrichen, Elke ist gestrichen. Das ist halt so. Mit dem Alter wird man autoritär. Aber das bringt mich jetzt ein bisschen in eine Schwierigkeit, lieber Rott. Die kämpft für Westerland. Elke! Ey, wir sind doch auf der Bühne. Braucht nicht mitzuheulen hier. Das wundervolle Lied beginnt vielleicht mit dem goldenen Vokal A. Das ist ein sehr positiver Vokal. Und dann geht der... Man kann es natürlich auch musikalischer machen. Jetzt ist die Frage, ist es wieder ein Lied, was langsam anfängt und dann ganz schnell wird, oder ist es ein Lied, was von vorne bis hinten schnell ist? Also ihr habt die Wahl. Also wer ist für vorne langsam hinten schnell? Okay, wer ist für schnell die ganze Zeit? Wer ist für von vorne bis hinten langsam? Ja, auch ein paar. So Leute soll es ja auch geben, ja? Bela, was sagst du? Na, ich sag Ska, Rockabilly oder... Ich will mal auf Nummer sicher gehen. Also Vater, wenn du mich fragst, würde ich sagen, best of both worlds, langsam und schnell. Hey, schnell und langsam. Ja. Wir haben noch nie probiert. Haben wir nicht probiert? Kann aber halt, vielleicht hat es einen Grund, dass wir noch nie probiert haben. Dann geht's auch voll in die Hose. Okay. Sind sich am Wahnsinn und ich höre den Menschen zu.
dir auf meine Hand. Und ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wiedersehen? Manchmal schließe ich die Augen. Stell dir vor, ich sitze am Bett. Dann denk ich an diese Insel. Thank you.
Zeit hat. Chaos, ich hab mich gestellt. Doch hättest du mich niemals angeschätzt. Ich will es dir egal, wenn du nicht wo mich setzt. Wo mich setzt. Wo mich setzt. Das letzte Lied. Seid doch nicht so schüchtern. Klatscht. Nicht zurückhalten. Das letzte Lied hat diesen Applaus verdient. Es ist ein unbeliebtes Lied, aber es ist ein schönes Lied. Ein Lied, das nichts dafür kann, dass es heute Abend das letzte Lied sein wird, das ihr von uns zu hören bekommt. Es ist ein unschuldiges Lied. Was soll er sagen? Sag mal Musik, ich lass mal Musik sprechen hier. Yeah. Let the music do the talking. Ich bin dagegen. Ihr seid dafür, ich bin dagegen. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin dagegen. Egal worum es geht, ich bin dagegen. Weil ihr nichts davon versteht, ich bin dagegen. Ich sag es noch einmal, ich bin dagegen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Ich bin nicht blöd. So tust, ich bin nicht faul. Ich hab nur einfach keine Lust. Ich bin nicht hässlich. Ich seh nur anders aus als du. Du hast verloren. Du gibst es noch nicht zu. Ich bin nicht taub. Du brauchst nicht so zu schreien. Ich bin nicht blind. Ich seh es noch nicht ein. Ich bin nicht stumm. Ich halte nur den Mund. Was soll ich sagen? Ich bin nicht neidisch auf dich oder dein Geld, herzlich willkommen in meinem Lebenslauf. Ich bin ganz ruhig. Warum regst du dich denn so auf, wenn du dann durchdrehst und mich wieder verausstellst für dich selber? Dein Armut sorgt es aus, du kannst mir leid tun. Die Wut, sie macht dich blind, du hast verloren. Ich bin ein Kind, keiner, 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 keiner.
Straße. Nee, auf der Straße natürlich nur, entschuldigen Sie, Herr B. Haben Sie ein Foto von Ihnen haben reingeschmelzt? Danke, Herr B. Und Sie mal Feuer? Das nun folgende Lied ist ein gitarrenloses Stück. Es ist ein sehr ungünstiges Stück für eine Wall of Death, aber wo jetzt schon mal eine aufgebaut ist, man soll's. Macht euch fertig, Jungs. Meinen Segen habt ihr. Wenn du mich dann nimmst, hast du auch jetzt erst mal vor.
Bitte, liebe Ärzte, nur noch ein Lied. Noch eins! Okay, dann tut euch bitte nicht weh beim folgenden Song. Und wenn, dann sind wir nicht schuld. Nothing.
Ihr konntet es gerade sehen, hoch vom Norden komme ich hier mit meinem Stäbchen, um euch jetzt mit einer Zugabe zu beglücken, die ich schon mindestens seit 50 Jahren nicht mehr gespielt habe. Ich weiß den Text nicht mehr, deswegen müsst ihr mir helfen. Glaubt ihr, dass ihr es drauf habt? Das will ich hoffen. Weil ich kam sie und redete zu viel über die Frau von einem besten Freund und ihr falsches Spiel. Sie würde mein Geld, Glamour und die große Welt, doch immer hält sie ihn fern und quält sie gern. Mein Herz hat sich gewählt. Das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung haben will. Halte mich mal für dich. Es interessiert mich nicht. Neulich kam er frisch von der BB, künstlicher Damausgang, einen schönen Dank, von Hunger war. Hey, ist geteilt, ich bin wohl egal, ob ich sie hören will. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Du schlägst mich nicht zu. Das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung haben will. Hey, Karin! Karin, auf den Arm, sie alle um einmal. Wo ist denn Karin? Wie viel ist die Welle wert? Was ziehst du in deine
Der ist jetzt und einen Laola von links nach rechts, auf geht's! Das war doch keine Laola! Irre, was Klamotten? Kleider machen, Leute! Irre, wir sind's. Seid ihr noch fit? Fit genug für eine Sitzlaola? Mal sehen. Ihr könnt euch jetzt entweder blamieren oder uns beeindrucken. Niveaulos mit Stil, nicht schlecht. Hast du auch einen Stil, ja? Okay, wir versuchen es vielleicht erstmal im Kleinen, nur hier unten. Ihr oben seid raus, ihr könnt jetzt gucken, ob die sich blamieren oder nicht. Eine Sitzlaola von mir zu Wort. Hey! Okay. Frage Blitzlaola eines DJ Ötzi-Bert, ja? Also pass auf, wieder normaler Laola geht, dass du erinnert ihr euch noch, oder? Macht nochmal schnell eine bitte nur hier unten. Oh, hey! Okay, und jetzt an der Stelle, wo ihr gerade die Hände hochgenommen habt, lasst ihr die Hände unten und geht dafür kurz in die Hocke. Das ist das Geheimnis der Sitzlaola. Es klingt sehr einfach. Es klingt sehr einfach, aber wenn das dann richtig exerziert wird. Wir probieren es nochmal. Also. Oh, hey! Aha! Okay! Und jetzt die große Runde. Einmal von da nach da und dann schwappen sie rüber. Im Sitzen. Oh, hey! Mir wird schlecht. Oh,
bitte nicht so. Wollt ihr noch mehr? Sollen wir noch weiter zurückgehen auf der Zeit? Wollt ihr 1 Euro für jedes Mal, wenn Fabi fragt, wollt ihr noch mehr? Wollt ihr noch mehr? Wollt ihr noch mehr? Wollt ihr noch mehr? Okay, das waren, wir wollen jetzt noch 3 Lieder. Hat sie dreimal gefragt? Dreimal gefragt, also. Okay. Wenn ich richtig. Ihr habt das zusammengezählt, wenn er mal einen Eindruck hat. Einen Moment, einen Eindruck gegeben. Einen Eindruck. Okay, es gibt ein Lied. Das hätte ich das letzte Mal mit einiger Berechtigung vor, lass mich rechnen, 25 Jahren spielen dürfen. Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie mir her. Nein, das nicht, sondern das andere. Ein Mensch, der dich heilt. Moment, Moment. Du weißt, wie ich das gespielt habe, oder? Nee, das kann ich jetzt nicht erzählen. Zehnte lange mal. Okay. Meine erste Version von Milan Madagaskar. Nur mit 10. Lass uns das machen. Lass uns das machen. Wir lagen von Madagaskar und hatten die Beste an Bord. Ich finde ich jetzt in der Woche das Wasser und ich mich mit einer Überbord. Ja, denn das ist die meiste, wie er an Bord hat. Dann sind die Matrosen so schlimm. Ja, so schlimm, weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt. Ja, gerade einmal wieder sehen. Ehrlich, ich konnte nur 10 Uhr und dachte, 10 Uhr reicht. Und heute kann er 2! Hey! Und schaut euch das Ergebnis an! Ich kann 2 Akkorde und 2 Tempi, schnell langsam. Was soll ich euch sagen? Katschinga! Das Schlimme ist, Fabian, da hinten, ja, so ziemlich geradezu, jung mit einem weißen Shirt. Ja? Der dürfte so. Wie alt bist du? 8? 10? 8? 1? 5? 4? 4? Der 7? 4 Akkorde. 7, ich wusste es! 8? 8, na gut, 8. Okay, du hast 8, hatte ich schon gesagt, aber du hast nicht reagiert. Egal. Also ist 8, Farin. Und er ist total abgegangen, gerade auf deinem C-Akkordlied. Ja, ja. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir eine neue Zielgruppe erschließen können, wenn wir unser Album nochmal Du hast einen neuen Kumpel, mit dem du dich unterhalten kannst. So, gut. Hallo, ich bin der Farian. Wie heißt du? Ach so, das dachte ich mir. Ja, ist ja verrückt, dass ich mir das dachte, ne? Pass auf, wir spielen jetzt ein Lied. Wenn du in die Pubertät kommst, dann wirst du das Lied verstehen. Bis dahin! Und dann wirst du über den heutigen Abend ziemlich den Kopf schütteln und sagen, die Opas haben das Lied gespielt. Ey, sind sie bescheuert gewesen, wenn du aus Berlin kommst? Sie waren die dumm, wenn du nicht aus Berlin kommst? Er hat dir eine Vollnacke, wenn du aus Köln kommst. Andererseits, Farin, let's be real, ja? Ja, warte. Er ist jetzt 8 und beim Ärztekonzert. Mit 16 findet er das total scheiße und hört Sido oder sowas. Und dann, Sido gibt's da nicht mehr. Mit Mitte 20. Und nee, jetzt fertig! Steht er wieder hier! Vor allen Dingen steht er denn hier, aber wir nicht. Du schiebst so 3 Särge auf die Bühne. Nee, das mach ich ja nicht. Da spielen wir dann 30 Mal in der Buhlheide. Okay, aber jeden Tag nur einen Song. Und das erste, das letzte Lied dann an der 30. Show ist dieses hier. Man nennt wieder Farin, der Bogen. Ich allein und ich musste dort anschlagen. Oh, 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 es war auch nicht geschehen.
das muss mal sein, nur in 20 Jahren, ich liebe sie. Ich träume von dir, hey, Alter. In meinen Träumen, du tanzt hier mit mir. Hey, Schultern von deinem Alten und denkst, man sieht die immer Weiber. Aber sind die noch total blöd und stinken. Ja, das ist so in deinem Alter. Später sind sie aber noch blöd und stinken, aber irgendwie ohne sie ist auch doof. Lass dir gesagt sein, Junge! Ich liebe sie, ich träume von dir. Das war sie, die Hymne der Hausbesetzer der 80er Jahre. Und was meint ihr, wie die Bullen geguckt haben, wenn man ihnen das so ein Ding geschnitten hat? Ey, Alter, Teenager-Liebe, Alter. ACAB. Enzal, lass die Leute frei und Teenager-Liebe, Alter. All Cops, Nick, Liebe. Die sind bei E-Option, die waren ja nicht dabei. Wir können jetzt voll die Schichtsfälschung betreiben. Ich weiß noch, wie Rudi Dutsch gesagt hat. Jungs, Teenager Liebe ist ein super Song. Als wir damals mit der RAF. Als Hans Martin Schleier mit einem Schild um seinen Hals. Teenager Liebe hing. Nur noch 48 Tage. Oh, was. Aber sag mal, Hans Martin. Eines Tages, da werden wir uns rächen. Verordnung, Hans Martin. Teenager Liebe, Alter. So oder so könnte es gewesen sein, ein Paralleluniversum. Aber in dem Universum, weil wir bewohnen, ja, mit nur uns. Hört ein Ärztekonzert traditionell auf mit zwei Worten. Spät und zu. Was nicht notwendigerweise in der Reihenfolge. Obwohl, spät, die machen es zu. Wir gehen ja nicht in so eine Fernsehsendung, wo man total berühmt ist, wenn man eingeladen wird. Aber ganz ehrlich, wir würden so eine Saalwette gewinnen. Ich krieg die in 2 Sekunden zum Klatschen. Niemals. Saalwette. Zack, gewonnen! Wehe, du fest mein Knie an, Thomas. Glauben wir. Auf diese schönen Akkorde sollt ihr jetzt Folgendes singen. So. Ole, 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 super Ärzte. Ole, ole, und jetzt hier. Ole, 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 super gewesen.
Ich hab dir nur unsere Tickets vorgelesen und du warst mit ihm essen. Natürlich kommt Witz. Bei mir gab's eine Hauptsache teuer im Witz. Der Gedanke bringt mich ins Glas. Wirklich, das ist richtig hart. Es gibt dir so, ich hasse ihn. Wenn es das gibt, so wie ich dich vorher geliebt. Ich wollte ihn verprügeln bei dem Supermann. Ich wusste nicht, dass er auch ganz auf mitziehen kann. Eines Tages hätte ich mich erhöht. Ich werde die Arzt in einer Welt gerechnet, wenn ich ein Star in der Zeitung steht. Und dann tut es mir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät. Ist eine Ansage, ja, kann ich mit arbeiten. Und schon wieder der Erfahrung, genau. Eines Tages werde ich mich lächeln. Ich werde die ganze Welt auf mich sprechen. Dann bin ich ein Star in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Eines Tages werde ich mich lächeln. Bela wird hinter seinem Schlagzeug ausbrechen. Und wenn er auch entwacht, dann hat er richtig geguckt. Der Farin-Urlaub-Level von mir jetzt angespuckt. Ich stehe rum. So läuft es. Eines Tages werden wir uns rächen. Oh, wir sind dabei, Baby. Ehrlich gesagt, wir haben uns schon sehr gerecht an so ziemlich allen, die uns jemals was Böses wollten. Ich wüsste nicht, an wen wir uns jetzt noch rächen sollten. Mission accomplished. Another job well done. Ich meine, guckt euch doch mal um. Es sind ja Frauen hier. Manche grinsen sogar, du zeigst dir. Aber ganz ehrlich, rächen will ich mich an denen nicht. Du bist nicht so ein Richter, räche dich. Ich will Sex mit ihnen haben. Bela, ich kann nicht verstehen, Nico. Hat sich nicht gereimt, so hören wir jetzt mit der Reimerei einfach auf. Genau. Merkt keiner draußen, die sind schon so durchgerockt. Da können wir jetzt erzählen, was wir wollen. Genau. Könnt ihr ja immer noch Außensong von Hosen sein. So ein Reim, der sich nicht reimt, der sich nicht reimt. Und jetzt erlebt die Wohlheide etwas, das wirklich selten ist. Bela wird von mir an mir pisst. Und in den Punkt gefrisst. Du bist Ed? Verstehe. Nein, okay. Die Stimmung heute Abend, die ist ziemlich heiter. Sie wird noch besser. Ich sag nämlich jetzt, Ficken Fotze und so weiter. Bela kann ich toppen, so wie ich das sehe, weil hier sind jetzt mehr alle. Ole, 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 ole. Ich euch jetzt in die Hand versprechen, bin ich ein Star und ihr noch sind auch sehr. Doch dann ist es zu spät, denn ihr seid zu spät, ja. Zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät.
Und sind die Ärzte noch gefährlich? Habt ihr euch gefragt? Aber ehrlich, Peter hat heute von einem achtjährigen Fotze gesagt. Und du hast den Nick dazu. Hat er wieder was für Leben gelernt? Und später wird ihm dann auch das Gehirn entfernt. Hat er bei uns auch schon ganz gut gewirkt. Apropos gewirkt, ich muss jetzt gehen. Danke, ciao. Jens Vetter, Dirk Felsenheimer und Rodrigo Gonzalez. Bis denn! Und der Willi, der Willi, der Willi. Okay, ich sehe, ihr seid hier geblieben. Und warum seid ihr hier geblieben? Weil ihr noch mehr Rockmusik hören wollt. Und weil ihr eines ganz... Und weil ihr eines ganz, ganz sicher wisst. Wir sind die Besten. Die Besten der Besten der Allerbesten. Du verstehst mich nicht. Ihr werdet nicht gut. Schweine, ihr werdet nur so blinzeln.
wert ist, dass ich wege. Und es mit uns am Leben hat schon verloren. Hast du irgendwas gemacht oder ein Problem? Wir wissen hier, wir sind die Besten. Und wir sind die Allerbesten. Okay, jetzt hat eine Mücke verschluckt. Soll ich denn ernst? Nazi-Mücke, Alter. Apropos Nazi-Mücke. Der nun folgende Lied bedarf tatsächlich eigentlich gar keines Kommentars, weil das Lied an sich vor 10 Jahren, vor etwas mehr als 10 Jahren Kommentar war. 15 Jahre, Wüste. Zu einer Situation hier in diesem Land, die leider immer noch akut ist. Wir haben immer noch ein Nazi-Problem. Und zwar viel stärker als vorher. Leute, hier braucht ihr nicht zu pfeifen. A, sind wir nicht schuld, aber wir sind keine Nazis hier. Lieber hin und pfeift, wenn die mal um mich hier glauben. Schreit sie aus. Pfeift ihnen hinterher. In eigenen vier Wänden kann jeder Antifaschist sein. André von P-Nazi-Lippen. Es war eine Kinder. Ständig kommt dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nicht so alles bist. Wahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schweig am Lieben. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich. Warum hast du Angst vor Schweichen? Was soll all der Terz? Und dann nur den Herz mit Weichen. Was ist mit dein Herz? Und Romantik ist für dich nicht bloß raue Theorie. Zwischen Störkraft und Erokis. Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Du Probleme hast, die keinen interessieren, weil du Schiss vom Schmutz hast, bist du ein Rassist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren. Oh, oh, oh. Also,
Habt ihr noch Lust auf ein kleines Experiment? Ja? Okay, das ist nicht besonders originell, aber sieht einfach klasse aus und deswegen wird sie gemacht. Und zwar geht es so, es ist relativ einfach, ihr setzt euch jetzt bei Experimenten halt. Alle hinsetzen. Ich erkläre so lange weiter, setzt euch ruhig erstmal hin, es war ein langes Konzert. Und mich einmal zusetzen, aber man kann nicht so schlecht singen, denn die Mikro ist so hoch. Ihr setzt euch hin, wir spielen ein Lied mit dem schönen Titel Die Rockbar. Wir spielen ein Lied. Und ihr sitzt, und zwar sitzt ihr so lange, bis der Refrain kommt. Und zwar der Refrain ist, den erkennt man daran, dass dieses schöne Wort Unrockbar am ersten Mal auftaucht. Da springt ihr alle gleichzeitig auf. Ihr denkt jetzt, na, das ist doch mal eine einfache Regieanweisung. Ihr glaubt ja nicht, wie viele Leute selbst daran schon scheitern. Die stehen zum Beispiel jetzt noch. Ist halt nicht jemand, der gleich viel Gehirn gesegnet, sage ich jetzt mal. Macht ihr nicht, wir lieben euch alle. Also, ihr setzt euch hin, wir spielen und ihr springt bei und mal wieder hoch. In der zweiten Strophe wiederholen wir das. Und wenn ihr den alle richtig macht, dann kriegt ihr nachher ein Zeugnis mit einer 1. Und zack, alle gut. Und dieses Zeugnis ist unterschrieben von Schuldirektor Farin Urlaub. Studium, Oberstudium. Ustro. Den Tag so oft verflucht, als wir uns kennenlernen. Ich habe alles schon versucht, ab und an den Beschwerden. In Mexiko ist dir meine Lieblingsplatte aufgelegt. Du hast mich nicht bewegt, da hab ich dich zersägt. Thank you.
um es mal mit den Worten dieser Stadt zu sagen, Alter, das war geil gewesen. Dankeschön. Oder um es mit den Worten meiner Lieblingsband, den Flippers, zu sagen, Berlin, ihr dürft euch als gerockt betrachten. Tja, jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo wir wirklich gehen müssen. Das ist so dieser Moment des kurzen Schweigens, eines Innehaltens. Wetten doch? Das könnt ihr gern mit dem Publikum von morgen aus machen. Das könnt ihr gern mit dem Publikum von morgen aus machen. Könnte kalt werden, Jungs, aber tut euch keinen Sorgen. Wie kalt ist, der kann ja noch in unsere Garderobe gehen. Ja, ihr jubelt jetzt, aber geht erstmal rein. Wir wollt ihr nicht. 42 Grad Celsius. Okay, Freunde. Ja. Ein Liedchen, das wir jetzt wirklich ausnahmsweise mal beherrschen. Berlin! Berlin! Wollt ihr noch eins hören? Wollt ihr mal ein ganz, ganz fieses Geräusch hören? Es ist knapp anderthalb Minuten lang. In welcher Stadt spielen wir heute? Ich glaube in Berlin! So steht es zumindest auf meinem Teleprompter. Hat er in Würzburg auch gesagt. Kein Konzert ist perfekt ohne die abschließenden Worte von meinem geschätzten Kollegen Rodrigo González. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Nordic Walker und Nordic Walkerinnen, remember, I love you! And we love you too. But
was hören. Dann gebt mir zahlreichen Applaus. Nachdem ich gezählt habe, 1, 2, 3, wir, 4, Ja, wir spielen noch eins. Wir haben schon so viel abgesichert. Okay, ich würde sagen, Licht aus!